Wir sind die letzten Lieder, bevor wir anfangen, scheinen nie ein Ende zu nehmen. Es scheint immer irgendwie die gleiche Melodie zu sein, die sich immer wiederholt und immer wieder nochmal von vorne anfängt und das immer den Anschein hat, jetzt ist es gleich vorbei und dann fängt es nochmal von vorne an. Und das ist tatsächlich der Ort, wo wir uns treffen. Da, wo wir erkennen, dass wir eigentlich in einer Wiederholung sind und diese Wiederholung immer schneller wird. Ich bin immer schneller in einer Wiederholung von demselben Augenblick und tue so, als wäre es eine Entwicklung. Aber es ist eigentlich nur eine Wiederholung, ständig. Und der Kurs im Wundern ist eine Beschleunigung dieses Zykluses, wo es vor einer Zeit lang, jetzt benutze ich, das ist natürlich paradox, vor einer Zeit lang sah es noch so aus, als würde ich in Zyklen sein, die sich über vielleicht Jahre, Jahrzehnte oder vielleicht sogar Lebenszeiten hinausstreckten. Und jetzt wird mir klar, jetzt kommen die Einschläge sozusagen immer näher. Jetzt landet es immer mehr bei mir. Moment, ich bin schon wieder in der Wiederholung. Und jetzt bin ich schon wieder in der Wiederholung. Und jetzt schon wieder. Ich bin in der Schlaufe gefangen, sozusagen, mit meiner eigenen Erfahrung. Ich bin in der Schlaufe gefangen, das zu wiederholen, was ich für wertvoll halte. Und weil mir klar wird, durch das Geistestraining, durch Lebenserfahrung, durch wie ich mich erfahre in der Welt, als Körper, als Andreas, der durch die Welt läuft und meint, sein Ding hier zu machen, lerne ich, dass ich eigentlich immer nur Werte in die Hand nehme und erkenne, ach, ist wertlos. Nehme ich den nächsten Wert und erkenne, ach, es ist wertlos. Ich nehme den nächsten Wert und ach, es ist wertlos. Und naja, vielleicht dies oder jenes. Ach, es ist wertlos. Wiederholung, 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 Wiederholung. Und dann kann ich nicht umhin, als zu denken, ja, wer bin ich denn? Habe ich denn einen Wert? Ist das, was ich tue, wertvoll? So bei so vielen Dingen, so vielen Situationen, so vielen Beziehungen, die ich in die Hand nehme und erkenne, es ist wertlos, jetzt wird es immer wahrscheinlicher, dass ich auch irgendwie wertlos bin, weil ich finde nichts. Ich finde nichts, was einen Wert hat, was mit mir in Beziehung steht und bleibt. Unerschütterlich bleibt, unerschütterlicher Wert. Das ist auf jeden Fall gegen alle Eventualitäten gefeit von Wertverlust. Gibt's nicht. Finde ich nicht. Nicht auffindbar. So, trotz bester Bemühungen, trotz intelligenter Suche und systematischer Herangehensweise an die Erfahrung meines Lebens in Raumzeit, ist da nichts zu finden. Und irgendwie ist das keine Lösung. Und es ist auch irgendwo nicht tolerabel. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht für mich selbst erkennen, dass das, was ich hier veranstalte, als separates Ding in einer Welt, die mir entweder freundlich oder böse gestimmt ist, je nachdem, wie sie gerade drauf ist, die Welt oder ich, ich kann nicht erkennen, dass da eigentlich kein Wert ist und trotzdem so weitermachen wie vorher. Irgendwo ist in mir eine Suche. Irgendwo ist in mir schon von Anfang an eine Suche nach etwas. Bisher war es die Suche nach was Äußerem. Die Suche nach wahrscheinlich einer Beziehung, wahrscheinlich nach materieller Sicherheit, wahrscheinlich nach, dann kommt dann Erleuchtung. Dann suche ich nach Erleuchtung und spirituellem Wachstum. Was auch immer das Ding ist, was ich dann in die Hand nehme, es entpuppt sich früher oder später immer als dieselbe Aktion, die ich im Geist durchführe. Ich nehme es in die Hand, will es zu meinem eigenen machen und erkenne, es ist wertlos. Ich erkenne da keine Stabilität. Ich erzähle meine persönliche Geschichte da drin, ne? Für mich war das ein Punkt, an dem ich erkannt habe, dass die Welt mir nichts anbietet, was ich wirklich will, aber ich bin ja nun mal hier. Ich bin ja nun mal hier und kann jetzt nicht
den Rest meiner Lebenszeit sozusagen mich damit abfinden, okay, es ist bedeutungslos, ich finde hier nichts, und sozusagen hoffen, dass nach dem Tod was Besseres kommt. Das wäre eine ziemlich magere Aussicht für meine Raumzeitexistenz. Also an dem Punkt kann ich kann noch etwas verwenden wie Ignoranz und so tun, als hätte ich es nicht erkannt. Und so tun, als hätte ich nicht gesehen, dass hier kein Wert zu finden ist. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit. Und diese Möglichkeit ist, ich gebe auf. Ich gebe mit meiner Suche auf oder mit meinem Wertesystem auf. Ich sehe ein, dass ich gescheitert bin in meiner eigenen Suche, ich bin aber am Leben und ich habe eine Leidenschaft zu leben. Ich habe eine Leidenschaft, präsent zu sein. Ich habe eine Leidenschaft zu leben, was auch immer das bedeutet. In mir ist immer noch das, was erschaffen wurde, was auch immer das ist, keine Ahnung. Ich kann mich nicht selber auslöschen, der Funke ist nicht erloschen. Aber ich kann nicht so weitersuchen, wie ich vorher gesucht habe. Nicht nur, dass ich kein Lebensmodell finde, nach meinem bisherigen Denken, was ich lohnen würde, sondern weil ich mich mit diesem Denken identifiziere, denke auch ich, dass ich jederzeit vergänglich bin, dass ich jederzeit als wertlos entpuppt werden kann. Wenn die Leute sehen, wer ich wirklich bin, na, dann ruft mich keiner mehr an. Dann will sich keiner mehr mit mir zum Kaffee treffen, weil offensichtlich ist, dass ich keinen oder einen sehr vorübergehenden Wert habe, ungefähr eine Halbwertszeit von 2 Sekunden oder so. Dann kann ich noch so tun und so, dann kann ich alles Mögliche an Bildern und Identitäten sozusagen vorweisen. Guck, wer ich bin, guck, was ich tue, guck, was ich nicht tue, guck meine Krankheiten an, guck meine Probleme an. Schau an, was ich schon gemacht habe, schau an, was ich vorhabe. Ja? Immer im 2-Sekunden-Takt, bevor der andere erkennt, dass da eigentlich nichts hintersteckt. Bevor jemand tatsächlich entdeckt, dass die Identitäten, die ich ihm präsentiere, bedeutungslos sind. Okay. Es ist kein schöner Ort. es ist keine Denkweise, es ist keine Herangehensweise an das Leben, mit dem ich jeden Morgen aufwachen möchte. Und es ist auch keine Denkweise, die ich irgendwem wünsche. Kurioserweise ist das die Situation, in der wir uns befinden. Und in der wir glauben, dass da eine bedeutungsvolle Kommunikation und ein bedeutungsvoller Austausch und bedeutungsvolle Projekte hervorgehen können. Ja, doof. Ausgesprochen doofe Situation. Also für mich, aus meiner persönlichen Erfahrung, war das der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, wer auch immer da ist, Gott oder was auch immer, Quelle, Universum, zeig du mir jetzt den Weg. Zeig du mir jetzt, worum sich das dreht. Es kann nicht sein, dass ich erschaffen wurde, dass ich in diese Existenz geworfen wurde, ständig rätselnd und ratend, wieso ich mich ständig in der Bedeutungslosigkeit aufhalte, wieso ich mich ständig in etwas aufhalte, was ich vielleicht für einen Augenblick noch wertschätzen kann und vielleicht denken kann, ja, ach, das ist es, und im nächsten Augenblick zerfällt es wieder zu Staub. So, kein Wunder, dass wir Depressionen haben, kein Wunder, dass wir frustriert sind, kein Wunder, dass wir angepisst sind, wenn das die Basis unserer Existenz ist. Ständig zerkrümelt meine Wertvorstellung, ständig zerkrümelt die Idee, dass ich mit meiner besten Suche Erfolg haben werde. Es bestätigt ja ständig immer nur, dass
ja, war eine gute Idee, aber... Und da zerfällt schon der Klatschende, zerfällt in dem Augenblick schon. Da ist überhaupt niemand mehr, der mir irgendeinen Wert zu schreiben will. Da bin dann nur ich wieder mit leeren Händen, der keine Ahnung hat. Und denkt so, und jetzt? Ja, jetzt, was ist das Nächste? Was ist das nächste Ding, die nächste Beziehung? Was ist der nächste Ort, die nächste Aktivität, die ich machen kann, die vielleicht nicht gleich nach 2 Sekunden zerfällt? Sondern vielleicht nur ein bisschen länger hält. Okay, vielleicht hält es für ein Jahr. Ja. Auch nicht wirklich sehr aussichtsreich. Also ich brauche etwas, was grundsätzlich anders ist als mein bisheriges Wertesystem, mein bisheriges Peilsystem für Wert. Ja, ich suche. Ja, in diesem Denksystem bin ich definitiv auf der Suche. Aber habe mich darüber geirrt, was wert ist. Und weiß auch nicht mal, ich weiß noch nicht mal wirklich, wie ich ihn erkenne. So, also am Ende stehe ich immer mit leeren Händen da. Und bin sauer, wieso gerade mir sowas angetan wird. Ich hatte die besten Voraussetzungen. Wow. Okay. Das ist nicht, ist nicht zu, es ist wirklich nicht zu unterschätzen. Weil wir uns, weil gerade dieses Zerfallen, gerade dieses ständige Zerfallen von Wert, dieses ständige Zerfallen von dem Versuch, dir was zu präsentieren. Hier bin ich, ich bin das. Also dieser Körper, du bist jener Körper, ich kann dir das präsentieren als dieser Körper, das ist meine Identität. Und darin finden wir hoffentlich bedeutungsvollen Austausch. Aber wahrscheinlich nicht, weil ich schon weiß, dass dahinter nichts ist. Aber zumindest kann ich das Spiel aufrechterhalten, zumindest kann ich so tun, als ob. Und kann so einigermaßen mit einem guten Gefühl abends ins Bett gehen und sagen, naja, war gar nicht so schlecht der Tag, ich habe heute eine nette Unterhaltung gehabt. Morgen habe ich vielleicht wieder eine gute Unterhaltung. Vielleicht aber auch nicht. Und da ist er, die ständige Idee von kein Fundament. Kein Fundament, aber egal, wir hatten eine nette Unterhaltung. Eigentlich so schön war, ja, weg, 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 weg. Ja, ich habe im Moment das Gefühl, das ist wie so ein Karussell, dass ich da, und ich spreche so mit einigen, die sagen, denen geht das ähnlich, dass also eine Illusion nach der anderen so wegbricht. Mhm, ja. Oder auf jeden Fall, das ist auch wieder eine Illusion, dass ich denke. Es ist ja was Wirkliches da, was ich nicht erkenne. So, ich bin ja noch nicht wirklich einen Schritt weiter. Ich bin ja wirklich nur an dem Punkt, wo ich nur die Auswegslosigkeit erkenne. Meine Güte, auswegslos. Selbst im Erlösersinne, ja, selbst als Erlöser, im Sinne des Kurses, aus einer unerlösten Perspektive, denke ich halt immer noch, boah, ganz schön krasse Zeit. Krass, was gerade abgeht. Das ist aber noch nicht die erlöste Erfahrung. Das ist noch der Moment, wo ich in der Beschleunigung bin. Das ist noch der Moment, wo ich eigentlich noch in dem uralten Zyklus bin, der sich jetzt nur so verkürzt hat, dass ich ihn ständig wiedergespiegelt sehe. Zerfall, 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 Zerfall. Und das haben wir vorher über einen längeren Zeitraum ausgespielt und nicht so sehr erkannt. Also es ist eine Intensivierung. Zu dem Punkt,
wo ich sagen muss, stopp. So. Stopp. Kein Gedanken weiter. Also nicht noch. Zum Glück erwische ich mich gerade jetzt. Zum Glück erwische ich mich jetzt und erkenne, dass es so nicht weitergehen kann, weil irgendwie hat es mit meinem Wertesystem zu tun. Es hat mit meiner Erfahrung zu tun. Es hat mit dem zu tun, was ich denke. Und es ist alles dasselbe. Es spielt sich in meinem Geist ab. Also, wenn es sich in meinem Geist abspielt, in meinem Denken, dann zum Glück erinnere ich mich jetzt an einen Stopp. Nicht Stopp für meine Gedanken, sondern Stopp darin zu investieren. Okay, Stopp. Stopp, 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 Stopp. Da ist was anderes. Das kann jetzt nicht so weitergehen. Stopp, Stopp, alles Stopp. Ich lasse alles stehen und liegen. Stopp. Da ist was anderes. Ich rufe jetzt was anderes an. Ich versuche nicht selbst sozusagen weiterhin in der Erfahrung des Zerfalls zu bleiben, sondern rufe jetzt das andere an. Das muss irgendwie anders gehen. Und da waren Helen und Bill, bevor sie den Kurs angefangen haben, hier reinzubringen, in diesen Traum. Die haben gesagt, das kann nicht so weit. Bei ihnen war es auch eine spezifische Situation. Die haben gesagt, okay, der Konflikt in unserer Unterhaltung, der Konflikt in unserem Arbeitsverhältnis kann nicht so weitergehen. Es muss einen anderen Weg geben. Stopp. So, wir haben alles ausprobiert. Wir haben uns auf verschiedenste Arten und Weisen versucht anzugreifen und uns versucht, als getrennt zu erfahren. Und das ist Angriff. Es muss irgendwie anders gehen. So, und in dem Punkt kam auch was anderes rein. Und das ist, manifestiert sich als das. Und plötzlich bekommen wir eine absolute Klarheit geliefert. Eine absolute Klarheit. Entweder ist es Angst oder ist es Liebe. Das, was ich in jedem Augenblick wähle, ist entweder Angst oder Liebe. Nicht kompliziert. Okay, wenn es nicht Liebe ist, ist es Angst. Okay. Dann will ich mich neu entscheiden. Dann will ich das andere. Dann wähle ich das, was nicht Angst ist. Dann wähle ich jetzt eine sehr klare Entscheidung. Und ich treffe die Entscheidung dafür, dass sich die Vergangenheit nicht noch einmal wiederholt. Nicht noch mal eine Sekunde wiederholt. Keine Ahnung, wie das geht. Ja? Keine Ahnung, wie ich mich in die Mitte meiner Vergangenheit stelle. Also sprich das hier. Und etwas Neues wähle. Keine Ahnung, was dann ist. Keine Ahnung, was das in meiner Erfahrung bedeutet. Keine Ahnung, was das, ob dann alles zusammenbricht oder alles gleich bleibt oder sich im Licht auflöst oder was weiß ich, grün und blau wird oder so. Aber ich treffe jetzt eine andere Entscheidung. Und dieser Kurs ist ja einzig nur eine Möglichkeit oder eine Erinnerungsmöglichkeit, dass mein Geist und seine Entscheidung mächtig sind. Und wie viel einfacher könnte es sein, als zu sagen, du triffst immer nur eine Entscheidung. Entweder ist es Angst oder Liebe. Ach so, okay. Entweder treffe ich eine Wahl für das Wertlose, was ständig zerfällt. Oder ich treffe in diesem Augenblick eine Wahl für etwas, was eine wirkliche Substanz und eine tatsächliche Quelle hat.